Weißt du, am Anfang habe ich mir immer gedacht, das ist eine Leiche, nichts weiter als totes Gewebe. Sie kann mir nichts mehr tun, ich kann ihr nichts mehr tun. Worüber rege ich mich auf? Eine professionelle Sicht auf die Dinge. Ja, dann stand ich da aber vor meiner ersten Leiche. Ich im ersten Semester. Die so schön vor mir aufgeschnitten. Boah, mir ist so schlecht geworden. Dann habe ich auch noch gemerkt, es wird mir schwindelig und jeden Augenblick falle ich in Ohnmacht. Und? Bist du? Aber sowas von. Zum Glück hat mich Professor Rümelin aufgefangen, bevor ich auf den Boden geknallt bin. Na Gott sei Dank. Allerdings hat er sich bei der Aktion Leistenbruch zugezogen. Einen Monat später hat er mich durch die Prüfung fallen lassen. Aber aufzuhalten warst du trotzdem nicht. Nö. Noch ein Absacker? Fuck up, Neid. Die Kunst des Scheiterns. Das passt doch. Ganz schön voll. Ich schau mal davor, vielleicht ist da was. Entschuldigen Sie, ist hier noch frei? Nee, ist besetzt. Oh ja. Hallo, herzlich willkommen zur Fuck Up Night. Ja, ich bin begeistert. Es ist toll zu sehen, dass so viele heute Abend gekommen sind. Wow, danke schön. Ja, gewinnen. Gewinnen kann jeder. Aber verlieren, dazu gehört schon ein bisschen mehr. Unsere Gäste heute Abend haben den Mut, euch ihre Geschichte zu erzählen. Einen fetten Applaus bitte für die drei Gründer von Cyberglasses. Julia Graupner, Frieda Hausdorf und Konstantin Berger. Danke, Annika. Tja, Augmented Reality. Die computergestützte Erweiterung der Realität. Alle reden davon. Wir von Cyberglasses haben uns gefragt, was wäre, wenn wir Kommunikation und Entscheidungen beschleunigen könnten mit der Geschwindigkeit eines Augenblicks? Unsere Gläser unterscheiden sich äußerlich nur wenig von einer ganz normalen Brille. Doch sie leisten so viel mehr. Ein Beispiel. Ein smartes Zuhause. Gesteuert mit unserer Brille. Ob Heizung, Garage, Rollläden oder die Beleuchtung. Alles lässt sich über ein Menü steuern. Zum Beispiel diese Lampe. Über unser Menü wähle ich sie an und bringe sie mit einem Augenaufschlag zum Leuchten. Et voilà. Warum benutzt du nicht einfach einen ganz normalen Lichtschalter? Das wäre doch zu einfach. Und das ist nur ein Beispiel für unzählig viele faszinierende Anwendungen. Tja. Ruhe sanft, Cyberglasses. Dein Tod kam schnell und plötzlich. Was ist schiefgelaufen? Die Produktion der Prototypen kostete mehr Zeit und Geld, als wir geglaubt haben. Stichwort Patentrecht. Wir hatten die falschen Anwälte. Ja, die falschen Anwälte. Ja, es sind die anderen, oder? Es sind ja immer die anderen, oder? Ja. Was war da denn? Danke. Wir waren unterbesetzt. Unsere 5 Mitarbeiter haben bis zum Anschlag gearbeitet. Genau, richtig. Wir haben bis zum Anschlag gearbeitet und schauen jetzt in die Röhre, ja? Während die haben schön ihre Schäfchen ins Trockene gebracht und spielen jetzt hier den großen Helden. Hör mal, Robert. Hey, so läuft das nicht. Das ist kein Pranger hier. Wow, hier kriegt man ja ganz schön was geboten. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal 5 Minuten Pause und dann stehen euch die drei noch für Fragen zur Verfügung. Bis gleich. Schnaps? Ich glaube ja. Entschuldigung? Sag mal, wollen wir hier wirklich alt werden? Also, ein Getränk fände ich jetzt schon ganz nett, oder? Versuchen kann ich's ja. Entschuldigung. Was war denn das jetzt? Ah,
Junge Mann, kann ich bitte was bestellen? Ja, Moment. Richard? Hm? Guck mal. Komm. Konstantin? Konsti, hörst du mich? Was denn los? Der ist schon ewig drin und antwortet nicht. Polizei, darf ich mal? Hallo? Machen Sie bitte mal auf. Gibt's einen Schlüssel? Nicht für das Drehschloss, das geht nur von innen. Was ist denn? Gehen Sie mal zur Seite, bitte. Und sorgen Sie dafür, dass keiner das Lokal verlässt. Aber was... Tun Sie, was ich sage. Der Täter könnte noch in der Nähe sein. Das war gezielt. Der ging mitten durchs Herz. Hm. Die Toilette hat zwei Fenster, aber die sind von außen vergittert. Also gibt es nur den einen Fluchtweg durch die Tür. Hm. Die hat er auch noch von außen abgeschlossen, um Zeit zu gewinnen. Aber nicht das untere Schloss, sondern das da oben, das Drehschloss. Wahrscheinlich mit einem Vierkantschlüssel. Warum gibt es überhaupt zwei Schlösser? Naja, das normale Schloss sperrt mit dem Personalschlüssel. Das andere lässt sich zusätzlich von innen verriegeln, weil Männer und Frauen reingehen. Ja, das macht Sinn. Also die Einzige, die nicht nur was gehört, sondern auch gesehen hat, ist Julia Graupner. Sie ist hinter die Bühne, als der Schuss kam. Und sie hat gerade noch jemanden durch die Hintertür rauslaufen sehen, aber kann ich nicht beschreiben. Es war zu dunkel. Hast du schon gecheckt? Nee, ich habe ja gerade. Frau Graupner? Ist alles in Ordnung? Mein Kind von ihm. Der Eierwerfer konnte davon ausgehen, dass Konstantin Berger die Toilette benutzt. Ja, um sich sauber zu machen. Und nachdem er den Club davon verlassen hat? Könnte er durch die Hintertür wieder reingekommen sein. Die beiden kennen den Typen. Ich schicke gleich mal einen Streifenwagen zu seiner Meldeadresse. Gibt's Angehörige vom Toten? Ja, einen Helmut Görz, wohnhaft in der Landshuter Straße 186. Konstantin ist ihr Stiefsohn. Wo ist das passiert? Auf einer Veranstaltung, bei der Menschen über ihr Scheitern erzählen. Scheitern. Der Bursch weiß doch gar nicht, was das heißt. Scheitern. Seine Firma ist insolvent gegangen. Ja und? Brigitte, seine Mutter und ich, wir hatten zusammen einen Blumenladen. Wir wollten uns vergrößern. Wir hatten Pläne. Wir hatten uns. Dann ist sie gestorben. Magenkrebs mit 55. Das ist Scheitern. Nun ja, ihr Stiefsohn wurde erschossen. Klar. Auch nicht schön. Wo waren Sie um 20.45 Uhr? Hier, zu Hause, im Fernsehen. Hm. Wie alt war Konstantin, als Sie seine Mutter kennengelernt haben? 8 war der da. Für ihn hat die Brigitte jeden Cent gespart. Sich selbst nie was gegönnt. Nicht mal in Urlaub wollte sie mit mir fahren. Auch nicht für ein paar Tage. Er war ja ein und alles. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Vor einem Jahr auf Ihrer Beerdigung. Erschossen. Arme Brigitte.
Helmut Görz, der Stiefvater. Er konnte seinen Stiefsohn Konstantin Berger nicht ausstehen, außerdem hat er kein Alibi. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass er seinem Stiefsohn in der Toilette aufgelauert hat. Er wusste doch gar nicht, ob er überhaupt dahin geht. Nein, nein, uns interessiert der Eierwerfer. Weil der die Eier geworfen hat, musste Berger überhaupt erst auf die Toilette. Robert Menke, 22, Programmierer, hat bei Cyberglasses gearbeitet. Und war schon eine Spur von ihm. Sein Smartphone gibt seit seiner Flucht keinen Mucks von sich. Die letzten 4 Wochen davor war er in Bratislava und Berlin. Es hilft uns aber auch nicht weiter. Konstantin Berger, was wissen wir über ihn? Das Opfer. Mit 20 hat er als Student ein Portal für Restposten gegründet, das ein halbes Jahr später mit 1 Million Euro Gewinn verkaufte. Na ja, ist doch schön für ihn. Ja. Nach 2 weiteren Startups, die er gegründet und dann wieder verkauft hat, gründet er zusammen mit Julia Graupner und Frieda Hausdorff Cyberglasses. Die Geschäfte hat er aber alleine gemacht. Wie viel haben die drei investiert? Julia Graupner 200.000 Euro, hat geerbt, Frieda Hausdorff und Konstantin Berger 500.000. Die beiden checke ich noch. Weitere 5 Millionen Euro kommen von einem privaten Investor. Und wer ist das? Werde ich rausfinden. Wie wäre es denn mit Konstantin Berger weitergegangen nach seiner Pleite? Er hat eine private Website. Dort hat er seine Zukunftspläne verraten. Ein neues Startup-Unternehmen? Ja. Die KTU hat den Tatort freigegeben. Na schön. Dann schauen wir mal, ob wir das Rätsel des Toilettenmordes lösen können. Dreh dich mal um. Ne? Bleib mal da stehen. Das Projektil wurde aus einem Abstand von 3 Metern im abfallenden Winkel von 20 Grad abgefeuert. Also muss der Täter dann etwa hier gestanden haben. Komisch. Die KTU hat an dem Fenster keine Gewalteinwirkung gefunden. Das nutzt alles nichts. Wir müssen diesen Robert Menke finden. Was ist mit Angehörigen und Freunden? Julia Graupner und diese... Frieda Hausdorff? Ja. Die waren ja gestern kaum vernehmungsfähig. Dann eben heute. Vielleicht haben die ja eine Ahnung, wo wir ihn finden. Ja, Anna, wir treffen uns bei Julia Graupner. Hast du die Adresse? Gestern Abend war er noch bei mir. Ich wollte zu ihm ziehen nächste Woche. Ach, Sie haben nicht zusammen gewohnt? Doch, hier. Aber wir wollten umziehen in Konstis Penthouse. Das war bis vor kurzem noch vermietet. Hat er hier gearbeitet? Früher ja, aber sein Arbeitszimmer war jetzt schon drüben. Da müssten Sie uns dann bitte noch die Adresse geben. Wir brauchen seine geschäftlichen Unterlagen. Ja. Alles in Ordnung? Es geht gleich wieder. Sicher? Ich hatte heute früh einen Abgang. Ich habe mein Kind verloren. Die Ärztin sagt, das passiert bei Erstgebärenden in 1 von 4 Fällen. Es ist also alles ganz normal. Die Adresse. Und Sie wissen nicht, wo Robert Menke sein könnte? Ich hatte nur wenig Kontakt zu Robert. Sorry, ich kann dir wirklich nicht sagen, wo er steckt. Ach. Frau Graupner, wir können auch gerne ein andermal wiederkommen. Das ist okay. Reden tut mir gut. Wie war denn das für Sie, als es mit Cyberglasses den Bach runterging? Ganz ehrlich? Das hat uns nicht gestört. Wir waren zusammen, wir waren unschlagbar, Konstantin, Frieda und ich. Wir sind schon so lange befreundet. Fragen Sie Frieda, der ist öfter mal mit Robert ein Trinken gegangen. Ja, und wie? Wie geht's jetzt weiter für Sie und Frieda? Keine Ahnung. Laut KTU lässt das Projektil auf eine Kleinkaliberwaffe schließen. Klein, leicht, geringer Rückstoß. Entweder eine Sportwaffe oder ein Ladycold. Kommt halt nicht auf die Größe an. Oh Mann, von diesem Waffentyp gibt es mindestens 50 Modelle. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann war die Waffe nicht registriert und der Täter hat sie auch noch auf dem Schwarzmarkt gekauft. Na? Wer möchte das übernehmen? Boah, ist ja wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich mach das. Alter Spürhund. Ja, und wenn's nicht klappt, dann kannst du wenigstens allen erzählen, wie du mal gescheitert bist. Hm. Ach, zu süß. Nee, ich mach das wie Thomas Edison. Der hat ja auch erst mal 1000 Wege gefunden, wie eine Glühbirne nicht funktioniert und hat's dann auch geschafft. Ja, super. Ja. Hey, Lenny ist Lenny, aber er ist nicht aus Zucker.
Ja, bitte. Forst, Kripo München. Lorenz. Das ist für mich. Die Polizei, ja. Ja. Bitte. Die Treppe runter. Wir wirken sehr betroffen. Die stehen uns sehr nah. Und jetzt? Haben Sie irgendwelche Pläne? Muss mir was suchen. Hören Sie, wir waren ein Team. Ich war der Tüftler, Jule kann Marketing und Konsti hätte mir das Geld auftreiben können. Es ist echt scheiße jetzt, dass Konsti tot ist. Woher hatten Sie eigentlich das Geld für Ihre Beteiligung an Cyberglasses? Ich habe einen Kredit aufgenommen. Robert Menke, wissen Sie, wo der steckt? Nee. Aber Sie waren hin und wieder mit ihm eintrinken. Ja, im Bergmanns. Schick. Der Wirt ist ein Kumpel von ihm. Meinen Sie, dass es Robert war? Haben Sie eine andere Idee? Der Tod seines Kumpels scheint Friedas Mutter ganz schön nahe zu gehen. Na, die kennen sich halt schon lange. Wie ist Frieda eigentlich an seinen Kredit gekommen? Ich hab keine Ahnung. Soll Lenny sich drum kümmern. Das darf doch nicht wahr sein. Lennys Wagen auf meinem Parkplatz. Wieso habe ich mich nur auf diesen Deal mit ihm eingelassen? Du weißt doch, wenn sein Wagen nicht genau da steht, ja, dann kann er nicht arbeiten, ich weiß. Vielleicht sollte ich mir auch mal so ein paar Marotten zulegen. Och, die hast du schon längst. Was soll das denn heißen? Na ja, manchmal bist du halt ein bisschen unachtsam. Unachtsam? Ja. Letztens zum Beispiel hier mit dem Kaffee. Das ist von meiner. Wieso sagst du denn nichts? Weil mir da nichts mehr einfällt. Du bist halt im Jagdfieber. Anna, der Wirt, mit dem Menke befreundet ist, vielleicht hat der ja eine Ahnung, wo wir ihn finden. Scheiße. MoboB, so heißt das Startup, das Konstantin Berger demnächst führen wollte. Also, hat er zumindest im Internet gepostet. MovoBay, gegründet von Pavel Hovalka, 35, wohnhaft in Bratislava, investiert weltweit in Startups. Bratislava. Robert Menke, der war doch in Bratislava. Es geht um Pavel Hovalka. Hovalka hat früher schon in Unternehmen von Berger investiert. Your Sneaker Square, ein Startup für individuell gefertigte Sportschuhe. Aha. Und von ihm kommen auch die 5 Millionen Euro für Cyberglasses. Moment. Der war doch gestern auf der Veranstaltung. Hat ein Risikoinvestor nichts Besseres zu tun, als abends Leuten zuzuhören, die sein Geld verbrannt haben? Wir haben auch mit einem BKA-Kollegen gesprochen. Die untersuchen einen Waffenhändlerring. Ja, und eine Spur führt nach Bratislava zu einem Händler, der Kleinkaliberwaffen im großen Maßstab vertickt. Pavel Hovalka. Ja, vielleicht. Den will ich kennenlernen. Der wohnt im Hotel Osborn. Wollen wir da hin? Nee, nee. Der soll mal schön herkommen. Herr Hovalka, Sie waren gestern in diesem Club auf der Nacht des Scheiterns. Warum? Ich wollte den Auftritt meiner Freunde sehen. Sie wollten weiter mit Konstantin Berger zusammenarbeiten? Wieso? Wie kommen Sie darauf? Ach so, wegen dem Post auf seiner Website. Er wollte natürlich gleich weitermachen, aber ich wollte mit Konstantin nicht gleich wieder ein Risiko eingehen. Jede Freundschaft kann auch mal eine Pause gebrauchen. Aber gleich so, dass... 5 Millionen haben Sie mit Cyberglasses verbrannt. Hat das Ihr Verhältnis zu Berger verändert? Gar nicht. 9 von 10 Startups gehen pleite. Wer nichts riskiert, kann auch nicht scheitern. Haben Sie das schon mal probiert? So im richtigen Moment die richtige Weiche stellen? Ist großartig. Naja, eigentlich bin ich ja kein Risikoinvestor, sondern Weichensteller. Weichensteller. Mhm. Sind Sie im Besitz einer Kleinkaliberwaffe? Mein Mandant hat keine Waffenbesitzkarte. Deshalb beantwortet sich die Frage von selbst. Fürs Protokoll, nein, ist er nicht. Wann waren Sie denn das letzte Mal in Ihrer Heimatstadt Bratislava? Vor 2 Wochen?
Wieso fragen Sie? Die Spur der Waffe führt dorthin. Kommen Sie, Herr Voss. Die Spur Ihrer Tatwaffe führt nach Bratislava, aber nicht zu meinem Mandanten. Habe ich recht? Wir werden ein Bewegungsprofil über Sie erstellen. Machen Sie das. Und wir werden noch eine Kleinigkeit zusammen essen, oder? Viel Glück, meine Herren. Sag mal, wie heißt noch dieses Sprichwort? Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen? Richtig. Finde doch mal raus, wie genau Howolka mit Berger geschäftlich verbunden ist. Absprachen, Verträge und so weiter. Der Vater von Frieda Hausdorff hat sein Haus der Bank zur Sicherheit gegeben. Für den Kredit des Sohnes zur Beteiligung an Cyberglasses. Und jetzt wird das Haus zwangsversteigert. Jetzt verstehe ich auch, warum die Mutter heult. Vielleicht sagt Ihnen der Name ja nichts, aber... Das Foto vielleicht? Ja, vielleicht war er mal hier. Ich kann mich nicht an jedes Gesicht erinnern, das hier vorbeigeht. Also mir hat man gesagt, dass sie befreundet sind. Freund? Nö. Halt! Stehen bleiben! MK2, Lorenz, ich brauche Verstärkung. Verdächtiger läuft in Richtung Promenadenplatz. Was haben Sie gemacht, nachdem Sie den Club verlassen haben? Ich bin ins Bergmanns. Ich wollte da was trinken. Dann habe ich gehört, dass es im Risiko eine Schießerei gab. Konsti tot. Ich bin in Panik geraten. Da habe ich den Wirt gefragt. Ich habe ihn gefragt, ob ich bei ihm übernachten kann. Warum waren Sie eigentlich so wütend auf den Herrn Berger? Der fährt erst den ganzen Laden an die Wand. Und dann später, da spielt er dann den tapferen Verlierer. Wie beschissen ist das denn? Sie haben für Cyberglasses Anwendungen programmiert, stimmt's? Ja. Aber Konsti hat Gehälter immer nur versprochen, aber nie bezahlt. 6 Monate bei 60 Stunden die Woche. Wieso haben Sie sich das gefallen lassen? Ja, es war mein erster Job nach der Uni. Ich dachte, das sind alles meine Freunde. Der Konsti hat auch immer einen Kumpel gemacht. Genauso wie der Frieda. Mit dem waren Sie öfter mal im Trinken, ne? Ja. Ich hab gedacht, das bringt was, wenn ich mich an den Rand schmeiße. Und dass er vielleicht mit Konsti spricht. Aber den kümmert auch nur die eigene Kohle. Herr Mecke, sind Sie im Besitz einer Schusswaffe? Was? Nein, natürlich nicht. Sie waren vor 3 Wochen in Bratislava. Was haben Sie da gemacht? Ich habe mir die Stadt angeguckt. Im Rahmen einer Ermittlung gegen einen Waffenhändlerring sind Sie in die Observation unserer Kollegen von Europol und BKA geraten. Und die Kollegen haben gesicherte Informationen, dass Sie in dem Geschäft eine Kleinkaliberwaffe gekauft haben. Illegal. Ich sag jetzt nichts mehr. Ja, auch gut. Ja. Und jetzt? Jetzt kommen Sie in Untersuchungshaft. Wir brauchen einen Durchsuchungsbeschluss. Für seinen Unterschlupf und für seine Wohnung. Der KTU-Bericht vom Tatort. Eine Nahaufnahme des Vierkantschlosses. Keine Spuren einer mechanischen Einwirkung. Zumindest nicht in letzter Zeit. Was heißt das? Das bedeutet, dass die Toilette nicht von außen verriegelt wurde. Aber das kann nicht sein. Es gibt nur den einen Ausgang. Durch die Tür. Wenn die Tür nur von innen verschlossen war, wie konnte der Täter dann den Raum verlassen? Vielleicht hat er sich ja in Luft aufgelöst. Hat er nicht. Und die KTU ist sich absolut sicher. Ja. Und hat auch die Fenster nochmal gecheckt. Ja. Konstantin Berger hat gegen seinen Stiefvater Helmut Görz Strafanzeigen gestellt. Wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Thank you.
Herr Götz? Herr Voss? Darf ich kurz reinkommen? Ja, bitte. Wollen Sie sich setzen? Nein, danke. Was bin das, das Sie haben? Schick. Der Makler war bei mir und hat mir Fotos von Kunst des Hütte gebracht. 1,5 Millionen kann er rausholen, hat er gemeint. 1,5 Millionen. Ich weiß genau, wie das aussieht. Aber schon gut. Sie haben vor 4 Wochen bei Konstantin und seiner Freundin auf der Matte gestanden und betrunken randaliert. Uns haben Sie erzählt, Sie hätten ihn zuletzt vor einem Jahr gesehen. Das habe ich doch schon längst wieder vergessen gehabt. Ich war da nicht ich selbst. Worum ging's denn? Er hat noch Sachen von Brigitte gehabt. Bilder. Die wollte ich wieder haben. Das war alles. Hören Sie, Konstantin war der Sohn meiner Brigitte. Er war Familie. Auch wenn er nicht gewusst hat, was das bedeutet. Wahrscheinlich hätte er es erst mit eigenen Kindern kapiert, aber er wollte ja nicht. Bitte? Wie meinen Sie das? Als ich vor seiner Türe gestanden bin, bevor ich geklingelt habe, habe ich einen Streit mitgekriegt. So laut waren die. Sie hat geschrien, dass sie das Kind auf alle Fälle will. Und er brüllt, dass für sowas in seinem Leben kein Platz ist. Das war so typisch. Es ging immer nur um ihn. Sie haben also geklingelt und weiter? Er hat aufgemacht und mich auch sofort angebrüllt. Im Polizeibericht, da steht, dass Sie ihn geschlagen haben. Ach, Herrgott. Er hat mich geschubst und ich habe zurückgeschubst. Das war kein großes Ding. Ja, gut. Und dann haben Sie sich in die Wohnung gedrängt, oder wie? Ich wollte die Fotoalben von der Brigitte zurückhaben. Aber er hat sie natürlich nicht rausgerückt. Dabei waren ihm die Fotos doch immer scheißegal. Er wollte mich halt auch demütigen, so wie immer. Aber so hat er das mit uns alle gemacht. Frag's doch einfach mal seine Freundin. Götz war sauer auf seinen Stiefsohn, weil der nichts von der Kohle hatte. Und jetzt hat er ein Penthouse in München. So sieht ein Mordmotiv aus. Du glaubst ihn doch nicht etwa. Konstantin und Julia haben sich auf das Kind gefreut. Schon klar. Ich rede morgen noch mal mit ihr. Tschüss. Interessantes? Nichts, was Ente mit Reis toppen könnte. Lecker war's. Aber ganz im Ernst, ich würde mich doch nicht auf eine Bühne stellen und wildfremden Leuten erzählen, was ich alles falsch gemacht habe. Das mache ich doch nicht. Das behalte ich schön für mich. Ach komm, erzähl doch mal. Was war denn dein größtes Scheitern? Willst du nicht wirklich wissen? Doch. Wahrscheinlich meine Ehe. Ich war nur mit dem Job verheiratet, nur. Das ist aber schon viel besser geworden. Genau. Und was war dein größtes Scheitern? Das erzähle ich dir ein andermal. Gute Nacht. Gute Nacht. Das tun Sie nicht. Im Gegenteil, ich freue mich, dass Sie da sind. Danke.
Wie geht's Ihnen? Ich versuche mich zu entspannen. Aber dann fange ich eigentlich erst recht an zu heulen. Konstantins Stiefvater hat erzählt, dass er einen Streit mitbekommen hat zwischen Ihnen und Konstantin. Ein Streit? Weil Ihr Freund das Kind nicht wollte? Konsti hat sich so auf das Kind gefreut. Schon vor einem Jahr hat er mir gesagt, Julia, du bist die Mutter meiner Kinder. Also es gab gar keinen Streit? Nein. Können Sie sich vorstellen, wieso Konstantins Stiefvater dann sowas erzählt? Helmut wollte Geld von Konsti. Für einen neuen Blumenladen. Aber Konsti hat Nein gesagt. Ach. Helmut hat immer geglaubt, Konsti ist ihm irgendwas schuldig. Und jetzt verstehe ich das auch. Er hat ja auch das Liebste verloren, was er hatte. Und das ist so ungerecht. Man möchte, dass das Leben einen entschädigt oder so. Verstehe. Ja, es tut mir leid, dass ich Sie das alles nochmal fragen musste. Nein, das ist okay. Sie machen Ihren Job. Und? Sagt sie die Wahrheit? Die beiden waren ein glückliches Paar. Der Stiefvater hingegen, der wollte Geld, was er nicht bekommen hat. Und hier, der Durchsuchungsbeschluss für Robert Menke ist da. Ach, mach du das bitte, Anna, mit den Kollegen. Ich schau mal nach Tom. Ja, Lenny? Woher weißt du, dass die beiden ein glückliches Paar waren? Gefühl? Hat dich dein Gefühl noch nie betrogen? Nö. Eigentlich nicht. Also einmal vielleicht. Wann? Da bin ich vom Traualtar gestanden und hab gedacht, der ist es, aber der ist nicht gekommen. Warum nicht? Hat mich wohl nicht geliebt. Ist das jetzt so ein Moment, wo du dir wünschst, dass ich dich in den Arm nehme? Nee. Gut. Ja, so spannend ist die Geschichte jetzt auch nicht. Musst du also nicht im... Also hier drin ist alles dicht. Bis auf den Lüftungsschacht und die Tür gibt es keine weitere Verbindung nach draußen. Und die Fenster sind vergittert. Ich hab's. Der Täter ist durch den Schacht gekommen und hat durch das Lüftungsgitter geschossen. Wir suchen also nach einem kleinen, wüchsigen Schlangenmensch. Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Es gibt da übrigens eine interessante Geschichte von Edgar Allan Poe. Mhm. Der Doppelmord in der Rue Morgue. Da passiert ein Doppelmord in einem geschlossenen Raum. Und der Täter ist? Ein dressierter Affe. Soll ich jetzt im Tierpark anrufen und fragen, ob ein Affe fehlt? Ja, Anna? Na, ihr? Fündig geworden? Erzähl mir lieber, dass ihr die Waffe bei Menke gefunden habt. Fehlanzeige. Wir haben nichts gefunden. Aber Pavlo Volker kommt gleich im Präsidium vorbei. Mit seinem Anwalt. Aha. Ja, weiß auch nicht, was der jetzt will. Bin gleich da. Ich fahr ins Präsidium. Und du? Ich mach mich hier weiter zum Affen. Ah! Herr Schrödinger, Herr Voss, Herr Rowolka. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, genau, das ist die Frage, die sich mein Mandant gestellt hat. Was kann er für Sie tun? Er für mich? Ja. Mein Mandant ist ein verantwortungsvoller Bürger. Darüber hinaus mag er es nicht, wenn auch nur im Entferntesten angedeutet wird, er könnte irgendwas mit diesem abscheulichen Verbrechen zu tun haben. Die Geschäftspartner meines Mandanten reagieren äußerst sensibel auf Verdächtigungen jeder Art. So haltlos sie auch sein mögen. Ich nehme jede Hilfe an, die ich kriegen kann, natürlich auch Ihre. So, schauen Sie mal. Was ist das? Sie sehen hier den Käufer einer kleinkalibrigen Schusswaffe bei der Übergabe in einem Waffengeschäft in Bratislava. Wo haben Sie das her? Mein Mandant hat Möglichkeiten wie ein normaler Polizist. Herr Schrödinger, auch wenn Sie es überraschen mag, wir wissen über den Vorgang Bescheid. Herr Voss, Sie und ich auf Augenhöhe. Ja, da geht mir ja beinahe das Herz auf. Genießen Sie den Moment. Er wird so schnell nicht wiederkommen.
Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Die glauben tatsächlich, sie könnten mich verarschen. Da sind Sie, in diesem Waffengeschäft in Bratislava. Ja. Erzählen Sie mir was Neues. Die Fotos haben wir nicht von Europol, sondern von Pavel Hovolkas Anwalt. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie ist er da dran gekommen? Was haben Sie für eine Verbindung zu Pavel Hovolka? Herr Menke. Vor ungefähr 3 Wochen hat mich ein Unbekannter übers Internet angetickert, über so eine Nachrichten-App. Er hat mir 5000 Euro dafür geboten, dass ich in Bratislava ein Päckchen abhole. Ich habe mir erst gedacht, was soll das? Aber dann 5000 Euro? Mann, ich wusste doch nicht, dass da eine Waffe drin ist. Sie waren in einem Waffengeschäft, nicht in der Eisdiele. Wer hat Ihnen das Geld gegeben? Der Typ hat das in so einem Streusalzkasten deponiert und da habe ich es dann abgeholt. Und wo war der Streusalzkasten? Gegenüber von so einer Nobelabsteige beim alten Botanischen Garten. Osborn. Und dieser Eierwurf? Nach der Geldübergabe hat der Unbekannte geschrieben, dass er mir noch was drauflegt, wenn ich Konsti mit Eiern bewerfe. Das fand ich eine gute Idee. Waffe besorgen, mit Eiern schmeißen. Haben Sie sich nichts dabei gedacht? Ist mir doch egal. So viel, wie der aus dem Fenster geworfen hat? Und alles für sich selbst? Woher wollen Sie das wissen? Ich war mit einer aus der Buchhaltung aus. Der hat bedeutend tiefer in die Firmenkasse gegriffen, als er reingesteckt hat. Könnten Sie noch mal einen Kontakt herstellen zu diesem Unbekannten aus dem Netz? Ich habe mein Geld. Der hat seinen Account gelöscht. Der Streusalzkasten liegt direkt gegenüber von dem Hotel, in dem Hovolka residiert. Der Typ zieht die Strippen und gibt sich nicht mal Mühe, das zu verbergen. Hovolka beauftragt anonym Robert Menke und macht ihn hinterher zum Sündenbock. Das Problem nur ist, wir können ihm nichts nachweisen. Hat die KTU Schmauchspuren bei Menke festgestellt? Negativ. Wenn Hovolka wusste, dass Konstantin Berger sich aus der Firmenkasse bedient. Ich sichte noch Bergers Unterlagen. Tom, endlich. Und jetzt erzählst du uns bitte, wie der Mord stattgefunden hat. Ich habe den Schacht bis zum Dach untersucht. Da ist nichts. Nix? Das gibt's doch nicht. Ja, doch, das gibt's. Es gibt doch echt prickelndere Orte zum Arbeiten. Wir müssen irgendwas übersehen haben. Glauben. Ich werde dieses Haus nie wiedersehen. Dieses Haus, in das wir 20 Jahre lang unser ganzes Geld gesteckt haben. Du hast es verspielt. Wegen seiner Spinnereien. Ja, ja, ja. Aus dir hätte was werden können. Aber du musstest ja nach 3 Semestern dein Studium abbrechen, weil dir deine Freunde erzählt haben, dass du das alles nicht brauchst. Die haben dich ausgenützt. Und du hast es dir gefallen lassen. Warum? Wegen dieser Julia? Wir haben alles für ihn getan. Und wir haben dabei alles falsch gemacht. Papa, ich zahle alles zurück. Ich bewerbe mich gerade wieder. Ich habe bald wieder einen Job. Wie willst du das denn schaffen, Junge? Wir haben keine Chance. Wir können den Kredit aus eigener Kraft im Leben nicht zurückzahlen. Nicht in 100 Jahren. In einer Stundung. Das war meine Entscheidung, Fehler. Und jetzt müssen wir alle dazu stehen. Man kann jeden Fehler einmal machen. Aber jetzt lernt raus. Tja, das mache ich. Und ich mache es wieder gut. Schau nach vorne. Wir verlieren jetzt unser Geld und das Haus, aber ein anderer hat sein Leben verloren. Und was ist das schon alles gegen ein Menschenleben?
Was gibt's denn? Konstantin Berger hatte ein Bankschließfach. Wir haben es geöffnet und eine Dokumentation gefunden. Eine Dokumentation, ja? Ja, das dokumentiert fein, säuberlich, dass der tote Konstantin Berger im Auftrag von Howolka Bilanzen frisiert hat. Ach, und warum? Ja, er wollte seine Geschäftspartner mit aufgehübschten Zahlen beeindrucken. Seid ihr sicher? Bergers handschriftliche Notizen legen doch genau das hier, hier und hier. Ja, und nach der Bilanzaufhübschung hat Berger auch immer wieder schön in die Firmenkasse gegriffen. Ja, warum auch nicht, wenn er sich eh die Finger schon schmutzig macht? Das ist ein hübscher Packen Papier, um Howolka zu erpressen. Ja, aber Berger hätte sich damit auch selber belastet. Ja, aber er wusste auch, dass Howolka wesentlich mehr zu verlieren hat als er selbst. Wenn Berger diese Dokumentation öffentlich gemacht hätte, hätte das eine Menge Ärger für Howolka bedeutet. Der Staatsanwalt hätte ermittelt. Geschäftspartner wären abgesprungen. Ein Mordmotiv. Ja. Aber das reicht halt nicht, weil wir immer noch nicht wissen, wie die Tat begangen wurde. Der Tatort wurde noch nicht freigegeben. Kein Problem, vorne sind ja auch noch Toiletten. Warten Sie! Wann wurden hier die Toiletten eingebaut? Keine Ahnung. Das muss lange vor meiner Zeit gewesen sein. Das hier ist der Bauplan, bevor das Gebäude zu einem Club umgebaut wurde. Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurden Toiletten eingebaut und der Lüftungsschacht verlegt. Aber es gibt eine stillgelegte Abzweigung. Hier. Woher hast du den Plan? Ich war auf dem Katasteramt. Und morgen nehme ich mir diese Abzweigung vor. Aber was hofft ihr da zu finden? Einen dressierten Affen. Edgar Allan Poe. Ja, ich bin ja nicht blond. Moment. Das kann nicht sein. Das ist ein Irrtum. Das steht doch für sich. Also wenn das stimmt, dann hat er mich ja sowas von... Soll ich dich jetzt in den Arm nehmen? Ich kümmere mich morgen drum. Julia, wir müssen reden. Komm rein. Was sagen wir denn? Sie, die Toiletten sind doch ausschließlich nur fürs Personal. Ja, wir sperren hier nicht immer ab. Es kommt schon mal vor, dass sich auch ein Gast hierher verirrt. Na? Wo ist Anna? Die ist in der Frauenklinik, in der Julia Graupner Patientin war. Aha. Was ist das?
Das ist der dressierte Affe. Das ist die vermutliche Tatwaffe. Die Untersuchungen der KTU laufen noch. Die anderen Teile, die ich ebenfalls im Schacht gefunden habe, sind die Überreste einer Minidrohne. Die Pistole war angeflanscht. Der Abzugshahn war verknüpft mit dieser Metallstange. Und diese kleine Metallstange führt zu einem Elektromotor, der unabhängig vom Motor läuft, der die Drohne antreibt. Eine Killerdrohne. Chapeau, mein Lieber. Ich habe drüben mal was vorbereitet. Der Kanal, den ich hier gebaut habe, simuliert den Lüftungsschacht. Wie die gecrashte Drohne hat auch diese hier eine eingebaute Kamera und wird per App auf dem Handy gesteuert. Oder über eine Datenbrille, wie sie von Cyberglasses entwickelt wurde. Wo hast du die her? Vor der Gründung von Cyberglasses hat Frieda Hausdorf ein paar frühe Prototypen im Internet verkauft. Die hier habe ich mir von einem Käufer ausgeliehen. Das Bild, das ich in der Brille sehe, ist dasselbe wie auf dem Monitor. Und wie wurde der Schuss ausgelöst? Vermutlich durch einen einfachen Augenaufschlag als Steuerbefehl. Technisch kein Problem. Ein Augenaufschlag, den keiner sieht. Wieso ist die Drohne kaputt gegangen? Ich vermute, nach dem Schuss hat der Täter versucht, die Drohne in dem alten stillgelegten Schacht zu landen, um sie nach der Tat unbemerkt zu bergen. Dabei müssen die Rotoren in Kontakt mit der Schachtwand gekommen sein und die Drohne wurde zerstört. Und vor der Tat wurde die Drohne hinter dem Lüftungsgitter platziert? Oder zumindest im alten Teil des Schachts. Ein fast perfekter Mord. Fast. Wir haben die Tatwaffe. Naja, aber die Tatwaffe führt uns nicht unbedingt zum Täter. Die vielleicht nicht, aber... vielleicht ja die Drohne. Julia. Halt die Klappe. Sex mit mir sollte deine Stimmung heben, meinst du nicht auch? Hey. Machst du Frühstück für uns? Du machst das so gut. Sag mal, die Handyvideos, die die Besucher gemacht haben. Haben wir schon kommen lassen. Nicht, Lenny? Ja. Mich interessiert vor allem der Moment, in dem der Schuss zu hören ist. Gedauert. Du warst in der Frauenklinik? Ja. Julia Graupner hat dort vor 4 Wochen eingecheckt. Und die Buchhaltung dort hat mir bestätigt, dass die Rechnung, die wir in Bergers Unterlagen gefunden haben, dass die kein Irrtum ist. Wovon redet ihr? Julia Graupner hat vor 4 Wochen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Ach nee. So ein Miststück, echt. Bin voll drauf reingefallen. Ich bin so ein Vollidiot. Bist du nicht. Du hast weiter ermittelt. Das ist, was zählt. 2 Stück Zucker, richtig? Ja. Danke. Eine Abtreibung. Du weißt schon, was das heißt. Wir sollten denken, dass zwischen Konstantin und Julia alles in Butter ist, damit wir kein Mordmotiv sehen. Die Seriennummer der Drohne ließ sich zurückverfolgen zu dem Händler, der sie verkauft hat. Ja? An Frieda Hausdorf. Julia und Frieda haben gemeinsame Sache gemacht. Los, kommt. Als ob nichts passiert wäre. Frieda, was ist los? Wir haben einen Fehler gemacht. Wir sind auf die Fresse gefallen, aber
Wir können wieder aufstehen und alles wieder gut machen. Frieda, was redest du da? Hey, denk an die Kohle, die wir von Pavel bekommen. Davon kannst du deinen Eltern ein neues Haus kaufen und du kannst auch wieder neu anfangen. Wir haben gewonnen. Wir können so nicht weitermachen. Ich will mit dir zusammen sein. Ich wollte schon immer mit dir zusammen sein. Frieda. Ich liebe dich. Aber damit das alles eine Zukunft hat, müssen wir reinen Tisch machen. Wir müssen zur Polizei. Zur Polizei? Frieda Konsti hat unsere ganze Kohle verprasst. Er war ein Arschloch. Er hat es nicht verdient, weiterzuleben. Na gut. Vielleicht hast du recht. Aber ich muss darüber nachdenken. Telefonieren, ja. Ich lass mich nicht verarschen. Ich lass mich von keinem mehr verarschen! Du Versager! Meine scheiß Drohne kannst du fliegen, ohne dass sie abstürzt! Und jetzt machst du dir ins Hemd, anstatt unser Ding durchzuziehen! Du machst alles kaputt! Das machst du kaputt! Aufmachen! Polizei! Du Versager! Auseinander! Alles in Ordnung? Hören Sie mich? Können Sie mich verstehen? Warum, Frieda? Konstantin hat gesagt, es ist zu früh für ein Kind. Wir haben doch noch so viele andere Pläne. Ich habe das Kind halt wegmachen lassen, weil ich ihm geglaubt habe. Am nächsten Tag sagt er, dass er mich nicht mehr liebt. Mein Geld war weg, dann mein Kind und die Liebe. Sie haben gewusst, dass er Hovolka erpresst hat? Ja. Also sind Sie zu Hovolka gegangen und haben ihm vorgeschlagen, das Problem Berger zu lösen, richtig? Ich habe nichts mit Konstantins Tod zu tun. Ihr Freund Frieda erzählt das Gegenteil. Er sagt, Sie hätten Hovolka Ihre Hilfe angeboten, Konstantin Berger zu töten. Ich habe ihn nicht getötet. Nein. Wer dann? Bitte achten Sie auf das Geschehen im Hintergrund. Julia Graupner und Frieda Hausdorff warten auf der Bühne. Und was sehen wir? Ich sehe nichts. Eben. Wir sehen nicht, wie Frieda Hausdorff in diesem Moment die Drohne steuert, die den tödlichen Schuss auf Konstantin Berger abgeben wird. Sie wird nämlich über die Datenbrille gesteuert. Herr Voss. Geduld, Herr Schrödinger. Ein Video aus einer anderen Perspektive. Ihr Mandant bedient das Smartphone, von dem aus die Drohne den tödlichen Schuss abgeben wird. Und Herr Volker. Jetzt wird's interessant. In dem Moment, wo der Schuss fällt, sind Sie der Einzige, der nicht zusammenzuckt. Sie wollen sagen, mein Mandant hat den Schuss ausgelöst, nur weil er nicht zusammengezuckt ist? Die Drohne ist WLAN-fähig und funktioniert ähnlich wie ein Router. Sie hat eine feste IP-Adresse und jedes Gerät, das sich mit der Drohne verbinden will, bekommt eine eigene Adresse. Alle Verbindungen werden protokolliert und lassen sich zurückverfolgen. Kurz bevor der Schuss fällt, hat ein weiteres Gerät die Verbindung zur Drohne aufgenommen. Das Smartphone Ihres Mandanten. Woher kannte er das Passwort für die Verbindung? Die Protokolle der Datenverbindungen, schwarz auf weiß. Ja, das ist jetzt alles sehr technisch. Ja, ja. Der Sachverständige vor Gericht, der wird Ihnen helfen, das alles zu verstehen. Und glauben Sie mir, am Ende wird es auch der Richter verstehen. Das ist unverschämt, Herr Voss. Ich werde nicht dulden, dass Sie meinem Mandanten haltlose Beschuldigungen an den Kopf werfen. Ich will jetzt mit meinem Mandanten allein sprechen. Respekt, Herr Voss. Sie haben gewonnen. Herr Hovolka, Sie sagen jetzt gar nichts, bitte. Man muss wissen, wenn das Spiel zu Ende ist. Ich habe den Schuss ausgelöst. Dass Sie sich selber die Hände schmutzig gemacht haben, ist ungewöhnlich. Aber nur auf den ersten Blick, denn Sie wollten ja, ich darf Sie zitieren,
im richtigen Moment die Weichen stellen und dabei etwas Großartiges schaffen. Den perfekten Mord. Hätte ja auch fast geklappt. Schon beeindruckend, die Technik heutzutage, nicht wahr? Vor ein paar Jahren wäre das noch Science-Fiction gewesen. Wir leben schon in aufregenden Zeiten. War es aufregend für Sie, Berger zu töten? Nein, es war notwendig. Konstantin ist aus dem Ruder gelaufen, ist gierig geworden, zu gierig. Ihn zu töten war eine, sagen wir, Business-Entscheidung. Er war gescheitert. Und jetzt sitzen Sie hier, gescheitert. Ich habe in meinem Leben immer etwas riskiert. Ich habe eine Vision. Aber das verstehen Sie nicht. Sie sind ein Beamter und das werden Sie auch bleiben. Gibt Schlimmeres. Glauben Sie mir. Hey, das macht Spaß. Der Chef hat ein neues Hobby. Tom, wie geht das nochmal mit dem Landen? Am besten, du ziehst langsam runter. Ja, oder so. Ich meine, für den ersten Versuch nicht schlecht, aber da geht noch mehr. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Schiller? Goethe? Recht. Du reparierst das, ja? Du meinst, ich muss mit der Dame von der Beschaffung telefonieren? Du schaffst das schon. Ja, du schaffst das. Lenny. Entschuldigung. Das macht nichts. Der ist doch nicht aus Zucker. Sag mal, spinnt ihr? Gonna San Bernardino, ring-a-ding-ding. Milkshake mixes, that's my thing now. These guys bought a heap of my stuff. And I gotta see a good thing sure enough now. Oh, my name's not Croc, it's Croc with a K. Well, I'm Crocodile, but I spell...